Trumps Russland-Affäre. Die Deutsche Bank hat wegen ihrer Geschäftsbeziehung mit US-Präsident Donald Trump offenbar eine Vorladung des Sonderermittlers Robert Mueller erhalten. Der frühere FBI-Chef untersucht die mögliche Einflussnahme Russlands auf den vergangenen Präsidentschaftswahlkampf. Trump, der vor seinem Wechsel in die Politik als Immobilienunternehmer aktiv war, hat seit Jahren Kredite bei der Deutschen Bank laufen. Bislang hatte das Geldhaus mit Verweis auf das Bankgeheimnis jede Auskunft zu der Geschäftsbeziehung verweigert. Ein Sprecher der Bank wollte am Dienstag keinen Kommentar abgeben. Der Insider sagte, die Vorladung sei bereits vor einigen Wochen bei dem Institut eingegangen, sowie entsprechende Unterlagen inzwischen den Behörden weitergereicht worden. Die Deutsche Bank selbst steht nicht im Visier der Ermittler, sie wird jedoch zur Auskunft verpflichtet. In der Vergangenheit hatten die Demokraten am US-Kongress wegen der angeblichen Verbindungen von Trump nach Russland wiederholt Auskunft über Kredite der Deutschen Bank und andere Geldhäuser verlangt. Deutschlands größte Bank war bereits während des US-Wahlkampfs in den Fokus geraten, weil sie mit Trump noch Geschäfte gemacht hatte, als er bei vielen großen US-Instituten als Unternehmer längst in Ungnade gefallen war. Laut Unterlagen des Office for Government Ethics, die Mitte Juni veröffentlicht wurden, hatte Trump zur Jahresmitte mindestens $315,6 Millionen Schulden bei Kreditinstituten. Davon mindestens $130 Millionen bei der Deutsche Bank Trust Company Americas.